Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Die Bundeskanzlerin, der regierende Bürgermeister und der bayerische Ministerpräsident informieren Sie jetzt über das Ergebnis der Beratung. Der bayerische Ministerpräsident informieren Sie jetzt über das. Und jetzt haben wir genug Impfstoff. Und wir müssen dafür werben, dass geimpft wird. Wir sind im europäischen Vergleich nicht mehr Spitze, sondern es gibt eine Reihe von Ländern, die besser und impffreudiger sind als Deutschland. Und wir haben am heutigen Tage 55,1% der Bevölkerung vollständig geimpft und 62,5% einmal. Und wir können davon ausgehen, dass auch, und das ist die gute Nachricht, bei der Delta-Mutation die Impfwirkung sehr, sehr positiv ist, insbesondere bezüglich schwerer Verläufe der Pandemie. Die nicht so gute Nachricht ist, dass das Impftempo doch erheblich nachgelassen hat. Und deshalb sind wir uns einig, dass jeder in seiner Verantwortung, Bund und Länder, aber auch kommunale Verantwortliche, wo immer es geht, für das Impfen werben. Dass das natürlich eine Aufgabe ist, die von gesamtstaatlicher Bedeutung ist, und ich bin sehr froh. Wir haben trotz der Impffortschritte eine Steigerung des Infektionsgeschehens, und natürlich hängt die Fallzahl der Infizierten sehr stark von der Impfquote ab. Das heißt, wir werden weniger Infektionen haben, wenn wir mehr Geimpfte haben. Langfristiger in Natur sind, ist es inzwischen eine Schadensermittlung erfolgt. Da wir im Grunde jetzt schon ein umfassendes Impfangebot jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland oder jeder Bürgerin machen können, werden wir die kostenlosen Bürgertests für alle mit Wirkung vom 11. Oktober beenden. Das heißt, für alle diejenigen, die sich impfen lassen könnten. Das ist natürlich klar, wenn jemand schwerstbehindert ist, wenn jemand aus anderen Gründen nicht geimpft werden kann, dann werden wir das nicht tun. Nicht gekannten Art und Weise von den Folgen eines Hochwassers erfasst wurden. Und wir haben natürlich noch einmal unser Mitgefühl. Die Geimpften müssen sich jetzt ja auch nicht testen lassen. Und die Geimpften werden dann auch sicherlich anders behandelt als die Nicht-Geimpften, wenn man eine weitere Steigerung des Infektionsgeschehens hat. Aber wir werden nicht zulassen, dass das bleibt das Gleiche, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Das können wir überhaupt nicht verantworten. Also zu glauben, wir können jetzt den Weg in die Herdenimmunität gehen und einfach mal jedem der Gefahr des Infiziertwerdens aussetzen, weil wir keinerlei Beschränkung wollen, das werden wir nicht tun können. So. Und es ist inzwischen eine Schadensermittlung erfolgt durch die besonders betroffenen Bundesländer. Und die sagt uns, dass wir ein Sondervermögen des Bundes mit 30 Milliarden Euro aufbauen müssen. Das ist deutlich mehr, als wir das bei den letzten Hochwassern hatten. Maßnahmen der Länder in Höhe von 28 Milliarden, 2 Milliarden sind. Herr Ministerpräsident Söder, bitte. Ja, Frau Bundeskanzlerin, Herr Müller, die vierte Welle schleicht sich richtig heran. Es ist ein bisschen eine trügerische Ruhe. Die Mehrzahl der Menschen denkt, dass die Inzidenzen eigentlich ganz niedrig sind. Es ist bei den meisten auch noch Sommerurlaub. Aber klar ist, diese vierte Welle kommt. Und zwar ganz sicher im Herbst. Wir sind gut beim Impfen, aber lange nicht so gut, wie es sein muss. Der war.